unserer Einladung ganz großen Zuspruch erfährt. Es ist die vierte Veranstaltung, vierte Kolloquium im Rahmen unserer Reihe Theorie der Zivilgesellschaft. Wir fanden, es wäre gut, wenn wir uns neben den empirischen Fragen, den aktuellen Fragen, die jetzt natürlich auch gerade sehr nach oben kommen, auch mit den theoretischen Themen und Problemen der Zivilgesellschaft auseinandersetzen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Annette Zimmer bei uns zu Gast haben. Ich glaube, allen wohl bekannt als einer der herausragenden Vertreterinnen der Zivilgesellschaftsforschung in Deutschland. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, über 30 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Wir haben uns mal bei einem Seminar oder wie man es nennt, einem Workshop in Stuttgart kennengelernt. Das muss 1990, glaube ich, gewesen sein. Ja, 89, glaube ich. 89 sogar Ist schon. Also, egal. jedenfalls, seitdem arbeiten wir immer wieder und eng zusammen. Und ich freue mich wirklich sehr, Annette, dass du heute hier dabei bist. Wenn ich das richtig sehe, sind die, die sich jetzt auch eingeschaltet haben, oder das sind bei denen, die sich eingeschaltet haben, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ich herzlich begrüße. Das Online-Format hat den Vorteil, dass ich mühelos eben auch Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland, vielleicht sogar darüber hinaus, mit beteiligen können. Und das macht natürlich auch Spaß. Damit aber schon genug der Vorrede. Ach nein, eins muss ich noch dazu sagen: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sollte jemand nachher das Gefühl haben, sein oder ihr Beitrag sollte besser nicht veröffentlicht werden, dann kann man ihn rausschneiden. Wir wollen es aber eigentlich veröffentlichen. Wenn wir nachher in die Diskussion eingehen, ist es am besten, hat es sich als am besten herausgestellt, wenn kurzer Stichwort im Chat angekündigt wird, dann kann man so ein bisschen thematisch auch sortieren. Vorstellen brauche ich Annette Zimmer sicherlich nicht in dem Kreis, sondern kann jetzt dir, Annette, einfach das Wort geben. Wir freuen uns, dass du da bist und freuen uns auf das, was du uns erzählen wirst. Ja, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Und ich starte am besten gleich, weil also nicht erst seit den Protesten der Impfgegner und Identitären ist in Wissenschaft und allgemeiner Öffentlichkeit der Zustand der Demokratie zum Thema geworden. Die Indikatoren, die eine krisenhafte Entwicklung ja in den Fragestellungen des westlichen liberalen Demokratiemodells feststellen, haben deutlich zugenommen. Nun, in der politikwissenschaftlichen Literatur wird unter anderem auf eine neue Konfliktlinie zwischen den gebildeten, gehobenen Mittelschichten einerseits und den gesellschaftlich weniger privilegierten, wenn nicht abgehängten andererseits verwiesen. Es wird auf die Veränderung von Öffentlichkeit und die zunehmende Wirkungsmacht von Fake News Bezug genommen und es wird von Shrinking Spaces, den weltweit und auch hierzulande sich verengenden Spielraum für liberale Initiativen, eben für Zivilgesellschaft, wie wir sie verstehen, hingewiesen. Nun, darauf werde ich auf diese Auseinandersetzung im Folgenden leider nicht eingehen, sondern ich möchte in meinem Vortrag die Aufmerksamkeit auf eine Funktion der Zivilgesellschaft lenken, die sie gerade hierzulande lange Zeit inne hatte. Es geht mir um die Scharnierfunktion der organisierten Zivilgesellschaft zwischen jedem Einzelnen von uns, der Gesellschaft im Großen und Ganzen und der Politik in ihrer jetzigen Form als repräsentative Parteiendemokratie. Der Verlust der Scharnierfunktion von Zivilgesellschaft zwischen verfasster Politik und Gesellschaft im Allgemeinen war den aktuellen Entwicklungen in gewisser Weise vorgeschaltet. Man könnte auch sagen, die Repolitisierung der Zivilgesellschaft in eine demokratiezugewandte liberale Fraktion und eine, die dunkle Seite der Zivilgesellschaft repräsentiert, ist ein Ergebnis, also unter anderem ein Ergebnis dieser Entwicklung. Den NPOs als zivilgesellschaftliche Organisationen waren ein wichtiger Bestandteil der bundesdeutschen Nachkriegsdemokratie.
Staat, Gesellschaft und Politik basierten auf einem Grundkonsens, der zwar durch soziale Bewegungen immer mal wieder kritisiert, aber bis in die jüngste Zeit eigentlich nicht grundlegend in Frage gestellt wurde. Dieser Grundkonsens ist nicht mehr vorhanden. Ihm wurde infolge der zunehmenden Heterogenisierung und Individualisierung unserer Gesellschaft die Basis entzogen. Diese Entwicklung erfolgte zeitlich parallel zum Siegeszug des Neoliberalismus, der eine Abkehr vom Konzept des steuernden Staates beinhaltet. Der steuernde Staat, der sich um Subsidiarität bemühte, wurde abgelöst von einem Staat, der primär auf die Kräfte des Marktes setzt. Dass die gesellschaftlichen Folgen dieser beiden Trends in ihrer Kombination zur Krise der Demokratie hierzulande maßgeblich beigetragen haben, das ist in der Literatur eigentlich unumstritten. Weniger und in der politikwissenschaftlichen Literatur kaum behandelt wird dagegen, dass diese Entwicklungen für Non-Profit-Organisationen als zivilgesellschaftliche Organisationen bedeuteten und wie die NPOs damit versuchen, zurechtzukommen und umzugehen, das wird also kaum behandelt. Und hierauf möchte ich im Folgenden eingehen. Ui, jetzt geht es nicht weiter hier mit meiner Präsentation. Was mache ich nun? Moment mal. Vielleicht geht das hier. Okay, das geht. Also, zentrale Entwicklung. Also in meinem Vortrag gehe ich auf diese beiden zentralen Entwicklungen ein und ihre Folgen für NPOs. So hat der gesellschaftliche Großtrend der Individualisierung Mitgliedschaft als Konzept und Strukturmerkmal der Mehrheit der NPOs ausgehöhlt, wenn nicht sogar ad absurdum geführt. Und eine primär auf den Markt setzende staatliche Politik, auch bei der sozialen Dienstleistungserstellung, hat NPOs ihrer privilegierten und subsidiär eingebundenen Position in ganz vielen Politikbereichen beraubt. Ich vertrete nun im Folgenden die These, dass die Kombination aus dem Bedeutungsverlust von Mitgliedschaft als gesellschaftliches Strukturmoment sowie die zunehmende kommerzielle Konkurrenz NPOs unter massiven Veränderungsdruck gesetzt hat. Unter Rekurs auf die Ergebnisse eines EU-geförderten Projektes zeige ich verschiedene Modelle auf, wie NPOs sich den veränderten Bedingungen angepasst haben. Gemeinsam ist jedem der Modelle dieser Anpassung eine deutliche Nähe zu Wirtschaftsunternehmen. NPOs heute sind ganz hybride Organisationen. Sie sind alle sehr unternehmensaffin und haben ihre interne und externe Governance nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten neu justiert. Den Preis, den die NPOs dafür gezahlt haben, um am Markt bestehen zu können, ist eine nahezu völlige Entpolitisierung der Organisation, und zwar in dem Sinne, dass Einflussnahme und auf Politikgestaltung für diese NPOs kaum noch eine Rolle spielt. Die Folge der Entpolitisierung der organisierten Zivilgesellschaft in Gestalt der NPOs ist eine verstärkte Politisierung der Zivilgesellschaft als Terrain gesellschaftlicher Auseinandersetzung, wobei, so ist mein Eindruck, sich bisher kein neuer Konsens abzeichnet. Vielmehr verhärten sich die Fronten zunehmend zwischen den Vertretern einer liberal und international orientierten Zivilgesellschaft auf der einen Seite und den Vertreterinnen einer eher nationalstaatlich und identitätsbezogenen sowie einem ausgeprägten Freund-Feind-Schema verhafteten Zivilgesellschaft andererseits. Nun habe ich meinen Vortrag wie folgt aufgebaut. Ich gehe zunächst auf die klassische NPO ein, die in Mitteleuropa idealtypisch auf Mitgliedschaft, Solidarität, Reziprozität und Demokratie gegründet war und eine Alternative zudem auf hierarchische Steuerung und unternehmerischen Individualismus basierenden Wirtschaftsbetrieb darstellte. Daran anschließend komme ich auf die enge Partnerschaft zwischen NPOs und der Politik bzw. dem Staat zu sprechen, die von Lester Salomon als Welfare Partnership charakterisiert wurde und eigentlich zum gegenseitigen Nutzen erfolgte. Spätestens seit den 90er Jahren kann aber hiervon kaum noch die Rede sein. Den NPOs fehlt zunehmend ihre soziale Basis in Form von stabilen Mitgliedschaften. Und infolge einer durch das neoliberale Paradigma veränderten staatlichen Politik sind NPOs in vielen Bereichen auch längst nicht mehr privilegierte Partner einer subsidiären Politikgestaltung.
Nun haben sich, wie ich schon ausgeführt habe, die NPOs diesen neuen Realitäten angepasst. Wie dies erfolgt ist, erläutere ich unter Rekurs auf Hybridisierung, Institutional Logics und Managerialism, beziehungsweise der Verbetriebswirtschaftlichung als theoretisch-analytische Zugänge. Ich stelle drei Modelle der Neujustierung von NPOs vor. Diese Typisierung erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse eines EU-geförderten Projektes und basiert auf der Analyse von 18 NPO-Fallbeispielen. Hierbei zeigte sich, dass die Organisationen es durchaus geschafft haben, ihre Non-Profit-Identität und soziale Mission beizubehalten, aber sie gehen wenig auf Advocacy-Aufgaben ein. In der Schlussbetrachtung gehe ich dann darauf ein, was das für die Zivilgesellschaft bedeutet, wenn ein Großteil der organisierten Zivilgesellschaft sich mehr oder weniger von der Politik verabschiedet hat. Nun, die Mitgliederorganisation als die klassische Non-Profit-Organisation. Diese Mitgliederorganisation, entweder in der Rechtsform des Vereins oder als Genossenschaft organisiert, war die klassische NPO in Zentraleuropa. Entstanden sind Verein und Genossenschaft im Zuge von Industrialisierung und gesellschaftlicher Modernisierung. Als Organisationsform ohne an Rang und Stand gebundene Zutrittsbarrieren waren beide Organisationsformen für ihre Zeit revolutionär und ihre Corporate Governance partizipativ demokratisch. Gleichzeitig dienten beide Organisationsformen zur Integration sozialer Gruppen in veränderte gesellschaftliche wie wirtschaftliche Kontexte. Vereine schossen die Pilze aus dem Boden, insbesondere in den industriellen Zentren, geprägt von Kohle, Stahl und verarbeitender Industrie. Sie wurden zu dem zentralen, gesellschaftsstrukturierenden Moment der klassischen Moderne. Genossenschaften entstanden vor allem aus der Not heraus, die Existenz auch für Exponenten solcher Gewerke und Wirtschaftsbereiche zu sichern, die im Vergleich zur industriellen Produktion nicht mehr profitabel waren, wie etwa das Handwerk oder die Landwirtschaft. Die Legitimation bzw. die institutionelle Logik dieser NPOs basierte jeweils auf Mitgliedschaft als identitätsstiftendes Moment. Mitgliedschaft wurde übersetzt als Reziprozität und Solidarität und stand für eine Idee von Community als Gemeinschaft, die auf den Prinzipien von Miteinander und Gegenseitigkeit basierte. Leistungen und Dienste wurden im klassischen Verein von und für die Mitgliedschaft erstellt. Einer für alle, alle für einen war das ursprüngliche Leitmotiv der Genossenschaft und signalisierte die Zielsetzung der Risikominimierung unter den Genossenschaftsmitgliedern. Schließlich war beiden NPOs, dem Verein wie der Genossenschaft, gemeinsam eine Distanz zum damals neuen Kapitalismus, der auf individualistischen Nutzenkalkülen und risikoaffinem Unternehmertum basiert. Es ging um eine andere Form des Wirtschaftens, also um eine Alternative zum Kapitalismus. Wichtig ist in diesem Kontext, dass Verein und Genossenschaft als mitgliederbasierte NPOs gleichzeitig auch als Vorfeldorganisation im politischen Raum agierten. Die mitteleuropäischen Gesellschaften in Deutschland, aber auch in Österreich und in den Niederlanden waren noch im letzten Jahrhundert durch soziale Milieus geprägt. Diese unterschieden sich ganz erheblich voneinander hinsichtlich ihrer politischen Orientierung, ihrer Position zu den Kirchen und ihrer berufsständischen Prägung. Lange Zeit dienten NPOs als politische Vorfeldorganisation und sie wirkten als Motoren gesellschaftlicher Veränderung und nahmen viele sozialpolitische Innovationen vorweg. Die Einführung der Sozialversicherung ist ja ebenso zu nennen wie die Einrichtung sozialer Dienste oder der gesamte Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Die mitgliederbasierten NPOs strukturierten vor allem auch das soziale Leben, und zwar jeweils im Kontext eines bestimmten Milieus, so zum Beispiel des sozialdemokratischen Milieus in Berlin oder eben des katholischen Milieus hier in Münster. Insofern handelte es sich daher auch um Organisationen, die sich eher durch Bonding als durch Bridging-Kapital auszeichnen, um eine Formulierung von Robert Putnam aufzunehmen. Tucholskys bitterböses Gedicht Das Mitglied von 26 verdeutlicht die Bedeutung von Mitgliedschaft sowohl als Ausdruck von Zugehörigkeit, Empathie und Solidarität, wie auch für Distinktion und Abgrenzung.
In meinem Verein werde ich relativ munter. Auf die, wo nicht drin sind, sehe ich hinunter. Was kann ich denen sein? Hier lebe ich, will ich auch begraben sein in mein Verein. Es waren drei Aspekte, die die klassische NPO auszeichneten, nämlich Mitgliedschaft als Kernkonzept basierend auf Reziprozität, die übersetzt wurde in Pooling von Ressourcen beim Verein sowie Teilung von Risiken wie Gewinn bei der Genossenschaft. Das ist die wirtschaftliche Funktion der NPO. Mitgliedschaft als Indikator für Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu, das sich durch Solidarität und Homogenität in sozialer Hinsicht sowie im Hinblick auf eine spezifisch politisch normative Orientierung auszeichnete. Integrative Funktion von NPOs und Mitgliedschaft als Anspruch auf Mitbestimmung in Form demokratischer sowie partizipatorischer Governance der Entscheidungsfindung und Interessenvertretung. Die klassische Mitglieder-NPO zeichnete sich somit durch Multifunktionalität aus. Als besonderes Unternehmen, das Ressourcen poolt, bürgerschaftliches Engagement in Form von Zeit und Geld anzieht und Dienstleistungen für die Mitglieder wie für Dritte erstellt, war die NPO wirtschaftlich aktiv. Als Milieuorganisation mit aktivem Mitgliederstamm war sie zentral für soziale Integration und schließlich war sie politisch aufgrund ihrer Funktion der Bündelung und Vertretung von Mitgliedern wie auch Interessen von Dritten. Auf ihrer demokratischen Governance war die Mitglieder-NPO auch entsprechend legitimiert. Dies machte die mitgliederbasierte NPO ganz besonders interessant für die Politik. Und zwar sowohl im Rahmen von Politikgestaltung als auch im Hinblick auf die Umsetzung von Politiken. Angesprochen ist hier der viel zitierte Neokooperatismus als funktionale Indienstnahme von Verbänden, als doch Dachorganisation mitgliederbasierter NPOs für staatliche Steuerung. Die Beziehungen zwischen Verbänden, NPOs und Staat basieren bekanntlich auf einer Tauschlogik. Die NPOs stellen ihre Mitgliederressourcen, insbesondere die Verpflichtungsfähigkeit gegenüber ihren Mitgliedern, in den Dienst staatlicher Politikziele. Als Gegenleistung erhalten die Verbände und ihre angeschlossenen Mitgliederorganisationen, die NPOs, beachtliche Freiheitsgrade der Selbststeuerung in dem betreffenden Politikfeld. Dies ist auch zum Vorteil des Staates, der von Steuerungskosten sowie insbesondere in den wohlfahrtsstaatlichen Politikfeldern Soziales und Gesundheits auch von den konkreten Dienstleistungserstellungen entlastet wird. Mit der Entwicklung der modernen Staatlichkeit und dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates avancierten auf Mitgliedschaft basierte NPOs in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel bei der Gesundheit oder bei den sozialen Diensten und zum Teil auch im Bereich Bildung sowie in Sport und bei anderen Freizeitaktivitäten zu sehr privilegierten Partnern des Staates. Der jüngst verstorbene Pionier der NPO-Forschung, Lester Salomon, hat sich sehr früh mit der Indienstnahme von NPOs für sozialstaatliche Aufgaben beschäftigt. Die Länder, in denen NPOs in den Sozialpartnern politisch relevanten Bereichen eng mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten, hat er als Welfare Partnership Countries und den Modus der Zusammenarbeit als Third Party Government bezeichnet. Abgehoben hat er hierbei insbesondere auf die spezifische Arbeitsteilung zwischen NPOs und Staat. Während letzterer für die gesicherte Finanzierung verantwortlich zeichnet, kommt den NPOs die Funktion der Implementation der sozialstaatlichen Politiken und damit die Bereitstellung eines breit gefächerten Angebotes von Leistungen und Diensten zu. Salomon hat die Welfare Partnership vor allem mit Effizienzargumenten begründet. Danach lohnt sich die Zusammenarbeit für beide Seiten. NPOs können aus eigener Kraft kein gerechtes und flächendeckendes Angebot vorhalten. Gleichzeitig sind ihre Leistungen und Dienste aber kostennäher und kostengünstiger und bürgernäher als die der staatlichen Stellen. Durch die staatlich garantierte Finanzierung wird das Defizit der NPOs, ihr Partikularismus, ausgeglichen. Dafür werden die Dienste und Leistungen durch NPOs stärker an den Bedarfen der Bürgerinnen orientiert und communitybezogen erstellt. Politikwissenschaft und politische Soziologie haben die Third Party Government aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Danach dient die enge Kooperation zwischen Staat und NPOs als Strategie zur Befriedigung gesellschaftlicher Konflikte sowie als Instrument zur Integration neuer gesellschaftlicher Gruppen.
Helmut Anheier hat als einer der ersten darauf hingewiesen, dass die Strukturierung des NPO-Sektors als Repositorium früher Konflikte dargestellt werden kann. Und diese bezogen sich auf den Konflikt zwischen Staat und Kirche oder zwischen der Arbeiterschaft und den traditionellen gesellschaftlichen Gruppen. Danach war die privilegierte Zusammenarbeit des Staates mit NPOs als Mitgliederorganisationen und Repräsentanten bestimmter gesellschaftlicher Gruppen eine soziale Befriedungsstrategie mittels Anerkennung bzw. Institutionalisierung der unterschiedlichen Gruppierungen infolge der Kooperation mit den jeweils gruppenspezifischen NPOs. Die Blütezeit und Hochphase hatte dieses Arrangement auf Gegenseitigkeit zwischen NPOs und Staat in der Nachkriegszeit und insbesondere während des sogenannten sozialdemokratischen Zeitalters. Die enge Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Organisationen, die Welfare Partnership in der Sozialpolitik, wurde komplementiert durch eine neokooperatistische Politikgestaltung der Wirtschaft, Industrie und Tarifpolitik, die zum Teil bis Anfang der 90er Jahre unter Einbindung mitgliederbasierter NPOs, sprich Verbänden und Gewerkschaften, erfolgte. Als führende Vertreter der Neokooperatismusforschung haben Wolfgang Streeck und Philipp Schmitter die enge Zusammenarbeit zwischen NPOs und Staat, analog zu Salomon, ebenfalls als Third-Party-Government bezeichnet. Allerdings handelt es sich bei diesem Neokooperatismus auch um ein sehr anspruchsvolles Konzept, das nur funktioniert und auch legitim ist, wenn die dafür erforderlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind. Diese umfassen einen hohen Organisationsgrad der Bevölkerung insgesamt, Dachorganisationen, die eben große Teile der Bevölkerung repräsentieren, sowie eine starke Compliance der Mitglieder gegenüber ihren Organisationen, den Verbänden, den Gewerkschaften oder den Kirchen und so weiter. Beides war schon zur Blüte des Neokooperatismus in Deutschland in den 70er Jahren nur noch bedingt gegeben. Mitgliedschaft als gesellschaftsstrukturierendes Moment war zwar noch wichtig, doch längst waren die NPOs nicht mehr normativ konnotiert und stark wertgebunden. Auch hatte Mitgliedschaft längst die besondere Aura verloren und wurde nicht mehr als Ausdruck von Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gesehen. Schließlich waren Mitgliedschaft, Organisationsbindung sowie freiwillige Mitarbeit, Volunteering, bereits konzeptionell und de facto voneinander entkoppelt. Traditionell ist die affirmative Mitgliederbindung weiter zurückgegangen. Die Bindungskraft der traditionellen gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere der Kirchen wie der Gewerkschaften, befindet sich seit den 70er Jahren in stetigem Sinkflug. Heute beruht Mitgliedschaft auf einer rationalen Entscheidung, die weitgehend unter Nutzenkalkülen erfolgt und getroffen wird. Auch hat sich das Feld der Non-Profit-Organisationen zunehmend heterogenisiert. Die Anzahl der Organisationen ist exponentiell gestiegen und es sind neue Themen und ganz neue Gruppen dazugekommen. Inzwischen sind die Wahlmöglichkeiten zwischen NPOs beachtlich und die Formen des Engagements sehr vielfältig. Das gilt nicht nur für die Situation vor Ort, auch die Verbände als Zusammenschlüsse und Dächer von NPOs haben sich vervielfältigt. Die Pluralisierung der Gesellschaft wird reflektiert durch die Pluralisierung des Non-Profit-Sektors auf Verbands- wie auch auf der operativen Ebene der NPOs vor Ort. Die gesellschaftlichen wie normativen Grundlagen einer engen Zusammenarbeit mit NPOs sind daher nur noch sehr bedingt gegeben. Zudem wird spätestens seit Anfang der 90er Jahre von Seiten des Staates der Markt und damit die Konkurrenz unter Anbietern verschiedener unter verschiedenen Anbietern als der viel effizientere und kostengünstigere Mechanismus zur Bereitstellung von Gütern der Daseinsvorsorge angesehen als die vorhergehende privilegierte Partnerschaft. Die Folge war davon eine Zurücknahme eben dieser Privilegien für Non-Profit-Organisationen in einem ganz weiten Spektrum von Bereichen. Nun haben wir die Situation heute wie folgt. In einem ganz breiten Spektrum von Politikbereichen sieht sich die Mehrheit der Organisationen einer Situation gegenüber, die gekennzeichnet ist durch Gleichstellung von NPOs mit kommerziellen Anbietern bei der Einwerbung von öffentlichen Aufträgen und der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen,
zum Beispiel in der Jugendhilfe oder auch im Bereich der klinischen Versorgung, und einem Legitimationsverlust infolge mangelnder gesellschaftlicher Einbettung, insbesondere in Form von zurückgehenden Mitgliedschaften sowie Schwierigkeiten bei der Rekrutierung freiwilliger Mitarbeiterinnen, insbesondere auf der Leitungsebene der Organisation. Nun wurde dieses Szenario der Schwierigkeiten und der Herausforderungen für NPOs bestätigt, auch im europäischen Vergleich, und zwar durch die Ergebnisse der im Rahmen des EU-Projektes Third Sector Impact durchgeführten empirischen Untersuchungen. Und zwar gerade durch die Ergebnisse von Experteninterviews sowie einer explorativen Online-Befragung von NPOs. Danach stehen die NPOs als organisierte Zivilgesellschaft derzeit unter erheblichem Druck. Es ist sehr schwierig geworden, freiwillige Mitarbeiterinnen und vor allem Ehrenamtliche für die Übernahme von Führungspositionen zu gewinnen. Gleichzeitig hat die Konkurrenz sowohl unter den NPOs als auch gegenüber Wirtschaftsunternehmen, die im gleichen Politikfeld tätig sind, massiv zugenommen. Der Zeitaufwand für die Akquise von Verwendungsnachweisen öffentlicher wie auch privater Mittel ist inzwischen beachtlich. Kurzum, die Herausforderungen an NPOs als organisierte Zivilgesellschaft sind inzwischen wirklich enorm. Nun, wie die NPOs damit umgehen, mit diesen Herausforderungen, wurde im Rahmen dieser Interviews und Fallstudien untersucht. Hierbei wurden nun NPOs in den Blick genommen, die im Hinblick auf ihre nachhaltige Existenzsicherung aus Sicht von Experten als erfolgreich eingestuft worden waren. Näheres also zu dem Projekt, also finden Sie hier einmal unter der Publikation The Third Sector as a Renewal Resource for Europe und unter dem Titel Resilient Organizations in the Third Sector. Das sind beides Open Access Veröffentlichungen, die Sie vom Netz runterladen können. Im Ergebnis lässt sich ein ganz genereller Trend festhalten, und zwar eine Veränderung der Non-Profit-Organisation in Richtung betriebswirtschaftliche Unternehmung. In der Literatur wird dies häufig geframed und ausgedrückt als NPOs becoming business-like. Oder findet sich auch die Bezeichnung Managerialismus, oder man bespricht von Verbetriebswirtschaftlichung der Organisation. Bezug genommen wird hierbei auf einen gesamtgesellschaftlichen Trend, wonach jegliche Aktivität und Handlungskoordination unter der Maxime größtmöglicher Effizienz erfolgt. Anspruchsvoller und gleichzeitig auch weniger präzise für diese veränderte Haltung der NPOs ist die Bezeichnung Hybridisierung. Gemeint ist hiermit, dass die Governance von NPOs nicht mehr einer Maxime oder Leitlinie folgt, sondern dass die NPOs inzwischen sehr unterschiedliche und zum Teil auch sehr gegensätzliche institutionelle Logiken der Handlungskoordination miteinander verbinden. Diese bestimmen nun das Handeln der Organisationsteilnehmer und können aber auch zu internen Konflikten über die Ziele und über die Mission der Organisation führen. Bei diesem neuen Trend, also diesem Managerialismus oder der Verbetriebswirtschaftlichung, ändert sich die Organisationsrhetorik, also der Business-Sprech, die Organisationsziele sowie die gesamte Governance der NPO. Es geht hierbei um eine Veränderung der NPO-Organisationsstrukturen, die einer Unternehmung, also einem Unternehmen, angepasst werden. Die schließt nicht selten auch einen Rechtsformwechsel ein. Das wird unter dem Stichwort GmbH-risierung behandelt. Das Personal der NPO wird durchgängig professionalisiert, sodass nur noch bezahlte Kräfte in der NPO tätig sind. Die NPO handelt zunehmend unternehmerisch und ist auf der Suche nach neuen Projekten und Programmen. Grafisch übersetzt ergibt sich daraus ein Schaubild, das den Übergang von einer mitgliederbasierten NPO zu einem durchrationalisierten, durchgängig professionalisierten und in der Regel top-down hierarchisch gesteuerten NPO darlegt. Während also dieser betriebswirtschaftlich orientierte Zugang nun eher so phänomenologisch angelegt ist, rekurrieren die Organisationssoziologie und Theorie mehr auf den eher allgemeineren Ansatz der institutionellen Logiken.
Nun, eine institutionelle Logik ist ein kognitiv und institutionalisiertes Verhaltensmuster, das auch eine normative Orientierung umfasst und das unser Handeln im Alltag wie auch das Handeln der Organisationsteilnehmerin prägt. Vereinfacht ausgedrückt dominiert in der klassischen, auf Mitgliedschaft basierten NPO die Gemeinschaftslogik. Gegenseitiges Vertrauen und Reziprozität, geteilte Werte bzw. eine gemeinsame normative Orientierung und eine emotionale Bindung der Mitglieder an die Organisation sowie ein kooperativer Ansatz des Wirtschaftens im Sinne einer Sozialökonomie mit Risikoteilung und ausgeprägter Allmende-Orientierung sind nun die zentralen Merkmale der Community-Logik. Die Hybridisierung der NPO besteht nun darin, dass die Community-Logik ergänzt und zum Teil auch ersetzt wird, und zwar überwiegend durch die Logik der marktorientierten Unternehmung. Gemäß dieser Logik resultiert die Legitimität der Organisation aus ihrer Position im Markt und den erzielten Preisen für ihre Güter und Leistungen. Ihre Governance zeichnet sich durch hierarchische Steuerung, durch professionelle und durch eine unternehmerisch geprägte Orientierung aus. Da NPOs häufig in stark regulierten Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder den sozialen Diensten tätig sind, kommt auch der Logik der Profession eine Bedeutung zu, wobei die professionelle Expertise sowohl Legitimationsquelle als auch individueller Anreiz für ein Organisationsengagement sein kann. Einer Governance, die auf demokratische Teilhabe beruht, kommt demgegenüber ein zunehmend geringerer Stellenwert zu. Entsprechendes gilt für die Bündelung und Vertretung von Mitgliederinteressen. Nun, im Rahmen des EU-geförderten Projektes wurden insgesamt 18 NPOs mit der Zielsetzung näher betrachtet, ob sich bestimmte Muster der Veränderung feststellen lassen und ob und inwiefern Modelle oder idealtypische Veränderungsprozesse charakterisiert werden können. Ich hatte schon gesagt, für die Analyse also wurden organisationsinterne Dokumente, allgemein zugängliche Veröffentlichungen über die NPOs herangezogen. Und ferner wurden in jeder Organisation mindestens 3 Experteninterviews geführt. Im Ergebnis konnten wir 3 idealtypische Modelle herausarbeiten, die deutlich machen, wie NPOs mit ihren veränderten Umweltbedingungen umgehen. Und zwar einmal die professionalisierte Mitgliederorganisation mit neuer Governance. Das ist eigentlich der klassische Verein mit neuer Governance. Das Sozialunternehmen als weitgehend auf der Logik der Unternehmen umgestellter Betrieb, der sich aber durch die Zielsetzung und Mission vom klassischen Unternehmen noch unterscheidet. Und eine sehr komplex hybride Form der NPO, die die Logiken von Gemeinschaft, Markt und Unternehmen und die damit jeweils korrespondierenden Governance-Strukturen miteinander verbindet. Diese 3 Typen unterscheiden sich in ihrer Governance und Marktorientierung erheblich voneinander. Ich gehe im Folgenden kurz auf jeden Typ ein. Bei dieser professionalisierten Mitgliederorganisation handelt es sich in der Regel um größere Organisationen, häufig mit langer Tradition. Sie sind als Vertretung von Mitgliederinteressen, Fachverbände, als Vereine im Sport und im Freizeitbereich für gemeinsame Aktivitäten oder als karitative Organisationen entstanden. Mitgliedschaft als Konzept kommt immer noch eine wichtige Bedeutung bei diesen Organisationen zu, und zwar sowohl als Ressourcensicherung in Form von Beiträgen und in Form freiwilliger Mitarbeit, Volunteering. Die Mitgliedsbeiträge reichen aber in der Regel nicht zur Existenzsicherung dieser NPOs. Daher werden diese ergänzt, einmal durch öffentliche Unterstützung sowie durch Einnahmen am Markt. Ganz deutlich also zum Beispiel bei Sportvereinen. Der Business Talk ist nicht bei diesen Organisationen übernommen worden. Vielmehr wird versucht, die Community-Logik hochzuhalten und den Wert der Gemeinschaft und des Miteinanders und Füreinanders herauszustellen. Zentral für diese NPOs ist eine Veränderung der Governance mittels Professionalisierung des Managements und eine Rationalisierung der Entscheidungsstrukturen. Aus der Sicht des Institutional Logic Ansatzes erfolgte die Anpassung dieser NPO aufgrund einer Kombination von Gemeinschaft und Unternehmen. Sozialunternehmen. Idealtypisch handelt es sich bei diesen
Sozialunternehmen und Organisationen, die primär aufgrund ihrer Zielsetzung und Mission noch als NPOs zu klassifizieren sind. Ansonsten weisen sie hinsichtlich ihrer Governance, ihrer Organisationskultur und Rhetorik, wie auch im Hinblick auf ihren Finanzierungsmix und ihre Rechtsform eine deutliche Nähe zum kommerziellen Unternehmen auf. Um sich im Markt gegenüber der Konkurrenz behaupten zu können, wird auch die Annahme der Rechtsform von Wirtschaftsunternehmen nicht ausgeschlossen. Bei der Governance wird auf klare Hierarchien und die Garantie der unternehmerischen Freiheiten der leitenden Managerin gesetzt. Aus der Sicht des Institutional Logic Ansatz erfolgt die Anpassung dieser NPOs aufgrund einer überwiegenden Anpassung an die Logik des Marktes und des privaten Unternehmens. Nun, dieses Modell ist in gewisser Weise ein Mix, die komplexen Hybride aus professionalisierter Mitgliederorganisation und Sozialunternehmen. Es sind meist Neugründungen, die in den letzten Jahren in urbanen Kontexten entstanden sind, im Kulturbereich, in der Kreativindustrie oder im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit tätig sind. Die Charakterisierung als komplexe Hybride bezieht sich darauf, dass diese NPOs gleichzeitig auf die Community, die Corporation und die Marktlogik rekurrieren und verschiedene Rechts- und Organisationsformen miteinander kombinieren. Diese NPOs sind meistens als Holding organisiert. Ein RV als Mitgliederorganisation bildet häufig das Dach der NPO, der unterschiedlich organisierten, eigenständig verwalteten und professionell gemanagten Betriebseinheiten mit eigener Rechtsform jeweils angegliedert sind. Hierbei kann es sich zum Beispiel um eine Wohnungsgenossenschaft als Cashgau oder um eine Stiftung als Trägerorganisation von Projekten oder Auktionen handeln. Komplexe Hybride versuchen die Vereinstradition der partizipativen Mitgliederorganisation beizubehalten, gleichzeitig als Sozialunternehmen zu reüssieren und ihre Position in verschiedenen Märkten kontinuierlich auszubauen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die NPOs durchaus erfolgreich, also diesen veränderten Bedingungen, angepasst haben. Sie sind damit umgegangen, indem sie sich rationalisiert und ihre Governance an die der Unternehmung angepasst haben. Durchgängig wurde in den untersuchten NPOs mit staatlichen Stellen kooperiert, in der Regel mit den Verwaltungen, sodass es neben der zunehmenden Bedeutung und der Einnahmen am Markt die öffentliche Hand für die Finanzierung von NPOs weiterhin auch von zentraler Bedeutung ist. Auch sind die NPOs immer noch sehr bemüht, die Community-Logik zu wahren und vor Ort integrativ zu wirken, indem sie Möglichkeiten der begrenzten Partizipation und des gemeinsamen Miteinanders ermöglichen. Doch die Einbettung dieser jetzt stärker marktorientierten und konkurrenzbewussteren NPOs hat sich grundlegend und tiefgreifend verändert. Diese Organisationen sind nicht mehr Teil von NPO-Großfamilien. Sie sind nicht mehr ein wichtiger Baustein sozial integrierter Milieus. Sie sind auch keine politischen Vorfeldorganisationen mehr. Auch kommt es infolge der Komplexität der Unternehmensführung der einzelnen NPOs kaum noch zur Wahrnehmung von Advocacy bzw. von Interessenbündelung und Vertretung, die über die spezifischen Anliegen und Eigeninteressen der betreffenden NPOs hinausgehen. Als Folge der Anpassung an die veränderten Kontextbedingungen ist die organisierte Zivilgesellschaft heute hier in Deutschland weitgehend entpolitisiert. Die Verbindung zur Politik als System ist gekappt oder zumindest sehr volatil geworden. Stattdessen ist der Nexus zum Markt akzentuiert. Die Mehrheit der Organisationen versteht sich als NPO-Unternehmen. Im Zentrum steht die Qualität ihrer Dienstleistungen sowie ihr Beitrag zum in der Regel lokalen Umfeld und zum lokalen Gemeinwesen. Damit ist nicht gesagt oder behauptet, dass die frühere neokooperatistische Einbettung der NPO besser oder demokratischer gewesen wäre. Interessant ist dieser Befund aber insofern, als seit etwa seit Mitte der 70er Jahre mit Zivilgesellschaft als Konzept die Idee einer Weiterentwicklung und Vertiefung von Demokratie in Richtung auf mehr Partizipation sowie auch in Richtung auf mehr soziale Gerechtigkeit verbunden wird. Durch die Dissidentenbewegung und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden mit Zivilgesellschaft weitreichende Hoffnungen verbunden. Das galt im Hinblick auf die organisierte Zivilgesellschaft der NPOs und NGOs, wie auch im Hinblick auf den intermediären Bereich der Initiativen und sozialen Bewegungen.
Ohne Zweifel. Zivilgesellschaft war damals in. Weltweit ließ sich eine Association Revolution, ein verstärkter Gründungsboom von NPOs, feststellen. Den Organisationen kam verstärkte Aufmerksamkeit zu auf internationaler Bühne, in der EU wie auch in Deutschland. Es wurden besondere Programme aufgelegt, neue Institute errichtet und sogar ein eigenes Politikfeld, nämlich die Engagementpolitik, kreiert. Dies ließ die Vermutung aufkommen, dass die Zivilgesellschaft nicht nur im Vorfeld der verfassten Politik angesiedelt sei, sondern die verfasste Politik zumindest maßgeblich ergänzen, wenn nicht sogar ersetzen könnte. Nun, was ist jetzt aus diesen weitreichenden Überlegungen und Hoffnungen geworden? International wird die Wirkungsmacht und der politische Einfluss von NGOs und NPOs inzwischen weitaus realistischer eingeschätzt. Und hierzulande? Große Teile der organisierten Zivilgesellschaft fahren, wie ich dargestellt habe, einen sehr pragmatischen Kurs und verstehen sich insbesondere als Organisationen, die in ihrem lokalen oder regionalen Umfeld wichtig sind und vorrangig Dienstleistungen erstellen. Demgegenüber wird einer ganzen Reihe von NPOs von Seiten der Politik mit Misstrauen, ja Feindseligkeit begegnet. Dies ist immer dann der Fall, wenn die NPOs in Bereichen aktiv sind, die für die Politik heikel sind, wie zum Beispiel bei der Seenotrettung. Und was ist aus dem positiv besetzten und normativ konnotierten Konzept der Zivilgesellschaft geworden? Einer Zivilgesellschaft, die sich nach Habermas zusammensetzt aus jenen mehr oder weniger spontan entstandenen Vereinigungen, Organisationen und Bewegungen, welche die Resonanz, die auf die gesellschaftlichen Problemlagen in den privaten Lebensbereichen finden, aufnehmen, kondensieren und lautverstärkend an die Öffentlichkeit weiterleiten. Diese Zivilgesellschaft ist längst nicht mehr entlang alter und somit entschärfter gesellschaftlicher Konfliktlinien organisiert. Vielmehr zeichnet sie sich heute durch ein lange nicht mehr gekanntes Maß an Politisierung. Und zwar in Form der Auseinandersetzung über grundsätzliche Fragen, Normen und Werte aus. Es ist eine Zivilgesellschaft, die nicht mehr von einem Grundkonsens getragen ist, sondern es ist eine Zivilgesellschaft im Sinne von Gramsci, in der es um Bedeutungshoheit und Deutungshoheit geht. Die Zivilgesellschaft heute ist weltweit tief gespalten in einen eher liberalen und kosmopolitischen Zweig und in eine stärker identitären, konservativen und nationalstaatlichen. Es ist daher vielleicht gar nicht so unklug von der Mehrheit der NPOs, dass sie sich dieser neuen Politisierung entziehen und eher versuchen, am Ball zu bleiben, vor Ort integrativ zu wirken, aber auch Leistungen und Dienste zu erstellen, die einen klaren Mehrwert für die lokale und regionale Gemeinschaft darstellen. Und somit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Annette. Den donnernden Applaus kannst du sozusagen nicht hören, aber es gibt ihn trotzdem. Ich fordere nun auf, vor allem im Chat sich zu melden mit Fragen. Es geht auch mit dem Handheben, aber da besteht immer die Gefahr, dass ich jemanden übersehe, weil es inzwischen gut über 40 Teilnehmer sind und deswegen nicht alle auf dem Bildschirm gleichzeitig erscheinen. So, jetzt kommt, und eins will ich auch noch hinzufügen, die Teilnehmer kommen keineswegs nur aus Deutschland, sondern das reicht bis USA, also das Interesse ist groß. So, von Michael Ernst Pörksen kommt eine Frage, ich lese sie kurz noch mal vor. Eine komplementäre Linie, Veränderungen des zivilgesellschaftlichen Sektors und Veränderungen des Unternehmenssektors durch Non-Profits. Aus Zuwendung wird Entgelt, weil Jugendliche und Pflegebedürftige ein Recht auf Leistung haben, als Erfolg zivilgesellschaftlichen Engagements. Mehr ein Kommentar als eine Frage. Annette, willst du darauf reagieren? Sonst rücken wir auch weiter mit anderen Anmerkungen. Ja, vielleicht kann ich dazu das kurz erläutern, was ich damit meinte. Ja, gerne. Ja, vielen Dank erst nochmal für den Vortrag, der so eine schöne Linie hat.
Das, was ich da formuliert habe, war jetzt mehr eine sagen, komplementäre Linie, die es ein bisschen herausnimmt aus der Frage von Haltungen, sondern auf eine Basis zieht von Vorgängen, ich sage mal vornehmlich späten 80er und der 90er Jahre als Impulsgeber, die Hilfsleistungsempfänger oder hilfsbedürftigen Menschen, die versorgt wurden durch zivilgesellschaftliche Träger, haben in den 90er Jahren mit Hilfe des politischen Drucks ihre Position verändert. Nämlich, dass sie ein Recht auf Leistungen hatten. Der Staat musste jetzt also Leistungen als Sachleistung zur Verfügung stellen und musste sie einkaufen. Und das hat eine Menge verschoben. Und man könnte jetzt auch sagen, die Zivilgesellschaft hat sich vielleicht dadurch verändert, dass bestimmte Teilbereiche abgewandert sind in den Unternehmenssektor, sodass wir auch beachten müssen, dass wir jetzt nicht die zwanghaft immer in die Zivilgesellschaft reinbringen wollen wieder und dann Zivilgesellschaft neu definieren, sondern wir haben auch eine Abwanderung der Strukturen, die jetzt als Leistungserbringer auftauchen und nicht mehr auf Basis von Zuwendungen freundlicherweise Hilfsbedürftigen eine Hilfeleistung erbringen. Das war nur ein Aspekt, den ich unterbringen wollte. Also was ich dazu sagen kann, ist ja, dass also ich mit meinem Vortrag einmal darauf hinweisen wollte, dass ja diese Scharnierfunktion der Zivilgesellschaft in der Form, wie sie sich also nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, also eigentlich nicht mehr existent ist, also in der stark ausgeprägten Form. Dass jetzt das auch zum Vorteil von bestimmten Gruppen war, dass jetzt also sich Organisationen professionalisiert haben, das war jetzt nicht mein Hauptpunkt. Also mir ging es um die Veränderung, also dieser Scharnierfunktion. Und was also mir noch wichtig ist, es gibt ja also sehr viel zum Teil Kritik an dieser limitierten Sicht von NPOs, also sich sozusagen auf ihr Geschäft zu beziehen. Und da bin ich mir nicht so sicher, da teile ich eigentlich Ihre Meinung, ob man also das eigentlich kritisieren sollte. Ich würde eher kritisieren, dass also wir es in Deutschland noch nicht geschafft haben, also für nicht privatwirtschaftlich kommerzielle geschäftliche Aktivitäten einen bestimmten Freiraum zu geben, weil also unser Staat, also insbesondere also das Finanzministerium, also will ja nun alles Mögliche tun, damit also ja nicht so viel also von ihren Steuereinnahmen verloren geht und irgendetwas dem Markt weggenommen werden könnte. Und das wäre natürlich der Fall, wenn man also eine bestimmte Rechtsform anerkennen würde, also eines gemeinwesenorientierten Unternehmens. So was haben wir ja nicht. Ne? Das war eigentlich so der Punkt, den ich machen wollte. Ja. Danke. Weitere Wortmeldungen. Christoph Golbeck, über komplexe Hybride. Wie unterscheiden sich diese in viele rechtlichen Entitäten und sektorale Logiken aufgefächerten Organisationen vom klassischen Wohlfahrtsverband bzw. deren größeren Trägern, beispielsweise einem großen Krankenhaus in einer Mittelstadt, das gegebenenfalls auch durch einen e.V. getragen wird und in vielen einzelnen Gesellschaften ihren Geschäftsbetrieb organisiert? Also die Organisationen unterscheiden sich eigentlich dadurch, dass sie versuchen, in der Holding, in dem Verein, sehr stark noch Demokratie walten zu lassen. Das war also der also große also Unterschied zu den anderen Bereichen. Und wir haben diese Form von Organisation eigentlich nur in den Bereichen gefunden, die jetzt also in jüngster Zeit also aufgeblüht sind. Also nicht so stark eigentlich überhaupt nicht im sozialen Dienstleistungsbereich. Und anders als die Wohlfahrtsverbände,
Also sind die Hybride noch in ihrer Komplexität vor Ort tätig und haben die verschiedenen Funktionen, die ja bei den Wohlfahrtsverbänden dann an unterschiedliche Organisationsebenen delegiert sind, haben die das noch nicht gemacht. Die sind also nicht in der Form entflochten, sondern das war eine große Organisation an einem Ort. Hatten sich noch nicht zum Verband entwickelt. Und schön, dass Sie da sind, Herr Golbeck. Hallo. Hallo zurück und Dankeschön. Geht gleich weiter mit Besat Förstl vom BBE. In welchem Verhältnis steht diese Entwicklung der Zivilgesellschaft mit der Krise der Demokratie? Dissens alleine, auch über Grundwerte, kann ja nicht per se als Symptom einer Krise der Demokratie erachtet werden. Ja, also der steht im Zusammenhang, dass also diese Zivilgesellschaft, die war vielleicht ein bisschen langweilig, zeichnete sich aber erstmal in der Nachkriegszeit ja durch so einen weitgehenden Grundkonsens aus. Und dieser also Grundkonsens ist eigentlich so, also wenn ich also meine Kollegen in der Politikwissenschaft richtig gelesen habe, der ist also so gut wie weg, sondern wir haben also eine neue starke Konfliktlinie quer durch die Zivilgesellschaft. Also das sehe ich als da. Also den Unterschied. So, jetzt sehe ich, dass Eckhard Briller die Hand gehoben hat. Nochmal, das Handheben ist ein bisschen gefährlich, weil ich vielleicht auch jemanden übersehe. Aber Eckhard, bitte. Ja, ist nicht so schlimm, wenn du mich übersehen hättest. Annette, du bist ja Politikwissenschaftlerin. Ich bin ja zur Hälfte zumindest Soziologe. Müssen wir nicht bei der Betrachtung stärker auch die Veränderung der Individuen, des Menschen berücksichtigen? Ich meine, wir haben Veränderungen, die ja auch Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft bzw. ihre Organisationen haben. Wir haben eine höhere Frauenerwerbstätigkeit, wir haben eine stärkere Veränderung in den Familienverhältnissen, in den Werteveränderungen. Alles das sind ja viele Sachen unter dem Begriff Individualisierung zusammenzufassen. Es gibt eine Menge von Unsicherheiten auf der individuellen Ebene, Hartz IV und so weiter. Jeder ist sein eigener Arbeitskraftunternehmer. Das sind ja alles Sachen, die eigentlich gerade in der Mitgliedschaft oder der Mitarbeit in Organisationen nicht gerade förderlich sind und gegenüberstehen. Es sind nicht eine Reihe von Veränderungen, die wir jetzt beobachten können, dann auch aus dieser individuellen Ebene zu erklären, die vielleicht die Organisationen gar nicht so stark im Auge haben. Und müssen wir vielleicht nicht insgesamt stärker auf diese Gleichzeitigkeiten stärker achten. Also wir sagen ja immer, Staat, Wirtschaft und Familie, gibt es nicht in allen Bereichen sehr starke Veränderungen, die auf die Zivilgesellschaft und die Organisationen hier stark einwirken? Ja, ich glaube, also das war ja jetzt ein relativ grober eine grobe Analyse, wenn man es so nimmt. Also was man machen müsste, was sehr interessant wäre, also wenn man zwei, also kleinere, also so Communities untersuchen würde. Also wir haben das mal angeschaut, welche hohe Organisationsdichte, also an also Vereinen und auch also unterschiedlichen Organisationen der Zivilgesellschaft wir in kleinräumlichem Kontext haben. Und das wäre natürlich sehr spannend, wenn man also dieses nehmen würde und würde anhand von so einer Regionalstudie, also auch verortet im Raum, das mal anschauen, wie hat sich eigentlich die Mitgliedschaft verändert und was waren die Gründe. Dann könnte man natürlich auch Leute befragen, also die mal Mitglied waren, oder man könnte die Organisation fragen, wen sie verloren haben. Das war natürlich in diesem europäischen Vergleich, den wir gemacht haben, war das viel zu grob. Also so weit runter sind wir eigentlich gar nicht also gegangen. Aber das wäre schon also sehr interessant. Also dort, wo unser Institut ist, das hat also Kollege Matthias Freise mal gemacht. Der hat also nur für diesen kleinen Bezirk, hat er mal alle zivilgesellschaftlichen Organisationen erfasst,
räumlichen Kontext. Und da ist eigentlich die ganze Vielfalt ist drin. Also von einem, angefangen vom Sitz von einem Verband, also bis hin zu so einer Mini-Organisation und bis zu exotischen Sachen, bis zu also zwei Seniorenheime in gemeinnütziger Trägerschaft. Also das wäre sehr, sehr spannend, wenn man das mal also machen würde. Das also stärker soziologisch, ja eigentlich fast so ethnografisch, soziologisch, ethnologisch untersuchen würde. Ja, aber danke. Das ist unheimlich viel Arbeit. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Danke. Ralf Kleinfeld schreibt hier, gibt es im internationalen europäischen Vergleich eher einen einheitlichen Trend oder spielen die unterschiedlichen historischen, sozialen, politischen und kulturellen Voraussetzungen eine Rolle für den beschriebenen Wandel? Ja, das ist eine tolle Frage und das habe ich jetzt auch weggelassen, weil also man hat natürlich eine Renaissance des Sozialunternehmens, insbesondere in den südeuropäischen Ländern, in der Form der Kooperativen. Und die Kooperativen werden also moderner interpretiert und also die Sozialunternehmen wenden sich also neuen Bereichen zu. Also ein Fallbeispiel, was also unglaublich interessant war, war ein Beispiel aus der Nähe von Marseille, also auf dem Land, und die haben ein Recyclingunternehmen aufgebaut, was dann Dependancen gründet und immer größer wird und haben dann also ihre Mitarbeiter auch an den Gewinnen also dieses Sozialunternehmens beteiligt. Und der das Ganze aufgezogen hat, war jemand, der aus der Privatwirtschaft kam und hat sich dann bewusst für diesen also Job entschieden. Also das in dieser Form, also in dieser ausgeprägten, ausdifferenzierten Form, das haben wir in Deutschland also nicht gefunden. Also da gibt's regionale Unterschiede, die an die ja Traditionen der Länder, also was sie besonders gemacht haben, anknüpfen. Also und in den was wir noch gesehen haben, war, dass diese professionalisierte Mitgliederorganisation also besonders ausgeprägt war in Deutschland und auch in den Niederlanden, also wo es doch immer noch der Staat relativ stark in die Finanzierung von Non-Profit-Organisationen eingebunden ist. Danke. So, jetzt Siri Hummel, meine Stellvertreterin im Institut. Aus was bestand der genannte Grundkonsens? Was hat sich geändert? Willst du das nochmal erläutern, die Frage? Ja, danke. Ich hab mich dann an die Regel erinnert und es nochmal in den Chat gepackt. Ja. Genau, meine Frage ist, was sich zu früher geändert hat, denn in der Wahrnehmung, also ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber es gab ja schon immer Konfliktlinien, die Gesellschaft unter Druck gesetzt haben, die Gesellschaft gespalten haben. Das war ja früher auch nicht anders. Deswegen, da würde mich nochmal interessieren, was sich da Ihrer Meinung nach genau geändert hat und inwiefern das wiederum sich auf die Zivilgesellschaft spiegelt. Weil, was Sie gesagt haben, auch diese Differenzierung zwischen diesen liberalen Part der Zivilgesellschaft und den dunklen, finde ich, hört sich in erster Sekunde erst so ein bisschen zu einfach ein, weil da muss ja auch dazwischen zum Beispiel noch ein konservativer Teil, nenne ich es jetzt mal, der Zivilgesellschaft wahrscheinlich geben, beziehungsweise es macht ja noch keine Aussage darüber, wie stark die beiden im Verhältnis stehen, weil momentan hört sich so ein bisschen an wie Hälfte-Hälfte, gibt es die eine Hälfte, die ist dunkel, die andere, die ist liberal, das meinen sie ja mit Sicherheit nicht, also der dunklere Teil ist ja wahrscheinlich wesentlich kleiner. Aber den gab es doch wahrscheinlich auch schon immer. Ja, aber was ich damit meinte, war jetzt, also dass diese Form der repräsentativen Demokratie sollte immer, also dann jetzt in die Bewegung 70er, 80er Jahren, sollte der demokratischer und partizipativer gestaltet werden. Aber man war nicht grundsätzlich gegen also die Demokratie. Und das ist ja in Teilen heute der Fall. Also in extremen Teilen jetzt von zivilgesellschaftlichen Gruppen, also sieht man ja die Demokratie nicht mehr als ein Modell an, was trägt, sondern also man also will andere Formen haben, also des Regiertwerdens. Das war bisher nicht der Fall. Wobei doch wahrscheinlich aus konservativer Seite der RAF gegenüber, beziehungsweise auch vielen
Menschen, die da so von der Stimmung her mit waren, auch sich den Vorwurf gefallen lassen mussten, das hat überhaupt nichts mit Demokratie zu tun, das ist Linksextremismus und das ist gegen die Demokratie gewendet. Also ist das nicht auch eine sehr historische, also oder eine historisch bedingte Betrachtung? Also das habe ich jetzt nicht verstanden, den Bezug zu, also die RAF war ja eine Terrorgruppe. Genau, aber was ich meinte, ist, dass viele soziale Bewegungen, die eher so aus dem linken Bereich kamen, sich anhören mussten aus dem konservativen Lager, sie sind antidemokratisch, weil sie linksextremistisch seien und dass sie eben nicht unbedingt für Demokratie streiten. Ja klar, aber also das war ja nicht der Fall. Aber heute haben wir die Situation, dass wir, also es gab natürlich konservative Bewegungen, gerade in den 50er Jahren, die einen Demokratiebegriff hatten, der also von fortschrittlichen Gruppen nicht geteilt wurde. Aber es war ja, eine Demokratie war ja eine Errungenschaft, also spätestens also in den Ende der 50er Jahre. Und wir hatten ja auch eine Veränderung des Parteiensystems, also die sehr, oder sie wurde halt verboten, also die Parteien, die völlig dagegen standen. Aber es wurde Demokratie als Regierungsform, die zwar nicht super ist, aber doch also die beste unter den möglichen, das wurde ja nicht angezweifelt. Ich finde, das wird heute von einigen Gruppen ja in Frage gestellt. Ja, wobei die ja auch auf die Straße gehen und sagen, sie würden die wahre Demokratie verteidigen, ne? Also aus ihrer Perspektive heraus. Ne? Das ist irgendwie das ist das angebliche Volk. Also ja, da entwickelt sich eigentlich eine ein sehr interessantes Projekt könnte man also machen, dass man mal anschaut, dass wir ja unterschiedliche normative Begründungszusammenhänge haben oder sagen wir Frames von Zivilgesellschaft in verschiedenen Richtungen. Das Konservative haben Sie schon angesprochen, es gibt auch sozialdemokratisch und liberales. Und man müsste jetzt mal gucken, was sind die Frames der rechten Gruppierungen und wie unterscheiden die sich also von dem also sozialdemokratischen oder klassisch liberalen oder auch konservativen Frame. Das wäre eine Hausaufgabe, die wir machen müssen. Zwei Anmerkungen dazu im Chat. Reinhard Lang merkt an, vielleicht sehen, hören wir diesen dunklen Teil jetzt. Und es hat ihn früher auch schon gegeben, 20% mit verfestigter rechter Haltung. Und von Michael Ernst Börksen auch eine Anmerkung dazu, Hinweis zur Diskussion, die Orientierung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung war in den 70er Jahren kein zivilgesellschaftlicher Konsens. Ist gerade noch eine von Ralf Kleinfeld, bereits Ernst Fraenkel hat unterschieden zwischen einem kontroversen und konsensualen Sektor, der erst zusammen Demokratie konstituiert. Also das noch zu diesem Punkt als Anmerkungen. Es gibt aber, die hatte ich zuerst jetzt überlesen, es gibt noch eine ganz andere Anmerkung hier oder Frage von Maike Diepeween. Wenn NPOs die Scharnierfunktion zwischen Gesellschaft und Politik nicht mehr wahrnehmen können, zum Beispiel wegen sinkender Mitgliederzahlen, und die NPOs sich zunehmend Richtung Wirtschaft orientieren, um zu überleben, wie könnte man die neue Funktion der NPOs für die Gesellschaft beschreiben? Oh, große Frage. Ja, eine Funktion habe ich ja schon beschrieben. Es ist einfach ein Bereich, ein Sektor, der anders wirtschaftet. Also eine stärker gemeinwohlorientierte Ökonomie. Und die hat ja eine wichtige Funktion. Ich wollte vielleicht zwischendrin auch mal noch mal eine Frage stellen oder einen kleinen Widerspruch anmelden. Und zwar zu der Aussage der Entpolitisierung von NPOs. Also ich habe ein Beispiel vor Augen eines sehr großen Wohlfahrtsverbandes, Caritas, der in den 1980er Jahren allergrößten Wert darauf gelegt hat,
sozusagen aus politischen Themen draußen zu bleiben, also sich selber wirklich sehr dezidiert entpolitisiert hatte, der aber heute eine ganz andere Position vertritt, der sich sehr viel deutlicher einmischt, der sich als Anwalt seiner Betreuten versteht, also auch in eine Advocacy-Funktion hineingekommen ist und der auch relativ bewusst gemeinsam mit der hinter Caritas stehenden Kirche in der Frage der Migranten eine Jahrzehnte, ja, wenn man so, also viele Jahrzehnte alte Allianz mit der CDU, CSU sozusagen aufs Spiel gesetzt und zerbrochen hat. Also diese Allianz ist zerbrochen, weil die Positionen an dieser Stelle so weit auseinander waren. Also da ist eher ein Politisierungs- als ein Entpolitisierungsprozess durchlaufen worden. Insofern weiß ich nicht, ob man generell von einem Entpolitisierungsprozess sprechen kann. Hast du eine Frage an mich? Also ich glaube, die Dinge sind ja aus einer Sicht stark im Fluss. Und also die großen Tanker haben ja immer etwas langsam reagiert. Und es wäre natürlich also gut, wenn also die großen Tanker also sich wieder stärker positionieren würden. Dann wären sie natürlich auch wieder unterscheidbar. Und also dass die Caritas so handelt, wie sie jetzt handelt, also kann man ja aus zwei Gründen. Also einmal haben sie natürlich eine sehr karikative Tradition und zum anderen ist natürlich die Frage des Kirchenasyls unheimlich politisiert worden. Ja, ja. Und dann, also das kann man natürlich auch so oder so sehen, ne? Weil also die Kirche steht ja also wahnsinnig unter Druck und also müsste sich jetzt schleunigst also stärker also liberal als zivilgesellschaftlich aufstellen, wenn sie überleben wird, ja, will. Ja. So, jetzt kommt hier noch eine Frage, die musste ja kommen. Welche Rolle spielen eigentlich Digitalisierung und soziale Medien für den Wandel der NPO-Entwicklung? Ja, ich glaube, also für den Wandel der NPO-Entwicklung hier Richtung Markt, also das war schon früher also angelegt und also umweltbedingt, aber also für die verschiedenen Formen der Zivilgesellschaft, also spielt das natürlich eine unheimliche Rolle, ne? Also und für die Organisationsfähigkeit und zum anderen also für die Verbreitung von Informationen und auch für neue Formen der Gruppenbildung, ne? Aber das ist ein Riesenthema, wie sich neue zivilgesellschaftliche Gruppen rein, also im Netz, also bilden. Das war ein Riesenforschungsthema. Ja, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen oder so? Siri, wolltest du noch was? Darf ich noch was sagen? Ja. Und zwar gleicher Punkt wie du. Ich finde auch, man kann beobachten, dass sich viele, und gerade der Großen, also mein Eindruck ist auch eher der einer Politisierung, wenn ich sehe, wie die Caritas beispielsweise für die Geflüchtetenhilfe Werbung macht, sich solidarisiert in Unteilbar. Also da haben wir eigentlich alle großen Vertreter dabei gehabt, die ganz klar eine politische Agenda für eine tolerantere, offenere Gesellschaft trägt. Und das ist, finde ich ja schon ein Akt der Politisierung. Und ich weiß aber schlichtweg nicht, wie das vor 30 Jahren war oder so, ob die dann für andere Gruppen gesprochen haben oder eben eine andere Form der Politisierung, also nur im Sinne dieses klassischen Lobbyismus, man ist im Neokorporatismus im Gespräch. Ja. Also das kann ich sozusagen vor 30 Jahren kann ich das relativ präzise beantworten, weil ich das ja hautnah mitbekommen habe. Da hat sich gerade Caritas wirklich sehr angestrengt, nicht in solche Debatten involviert zu werden. Wir haben immer betont, wir haben hier Dienstleistungen zu erbringen, aber nicht da in der Politik mitzumischen. Das hat sich sehr stark eben in die andere Richtung entwickelt. Aber ist es nicht auch also eine Ausdifferenzierung der Funktionen? Also wir haben Caritas als Dachverband, ja. Also wird politischer
und Caritas als Organisation, also vor Ort, ist marktorientierter geworden. Ja, das ist ja auch eine Strategie, wie man damit umgehen kann. Ja, also das lässt sich zunächst mal nicht widerlegen. Das müsste man sich genauer anschauen. Ja. So, Christoph Müller-Leile, bitte. Ja, die Rolle der Caritas hat sich natürlich auch dadurch geändert, dass die Kirchen schwächer werden. Das heißt, die Bindung der Caritas, der AWO an die SPD oder Bindung anderer großer Organisationen an jeweilige Parteien, politische Richtungen oder Großorganisationen, die bisher dahinter standen, werden natürlich auch geringer. Und dadurch werden die großen Organisationen auch selbstständiger. Das heißt, sie können sich eben politisch äußern. Andererseits ist zu beobachten, dass sich Großorganisationen immer noch mit Politikern schmücken. Also das Rote Kreuz ist ja ein ganz typisches Beispiel dafür. Denn die erwarten im Grunde genommen über die Beschäftigung von Politikern als Vorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende, Kuratoriumsmitglieder, dass sie dann auf dem Wege immer noch direkten Einfluss auf die Politik ausüben können. Und was vielleicht ein bisschen in dem Vortrag fehlte, war ja die große Abhängigkeit der NPOs von staatlichen Zuschüssen. Also man muss schon deswegen eben konform gehen mit der jeweiligen Regierung. Man kann sich nicht zu weit rauswagen in seiner Kritik oder dem Lobbyismus für die eigene Sache, weil man ja zu drei Vierteln oder noch mehr auf kommunaler Ebene zum Teil zu 90%, wenn man Kindergärten, Krankenhäuser und so etwas betreibt, vom Staat abhängig ist. Und da gibt es doch eine Balance, die im Grunde genommen nicht überschritten wird. Vielleicht noch ein Aspekt, Frau Professor Zimmer, den man beachten sollte. Sie haben ja vorhin von der Gruppenbildung der Leichteren gesprochen durch die sozialen Medien. Es haben die Zersplitterung im NPO-Sektor nimmt einerseits zu, aber andererseits auch die Vernetzung. Das heißt, überall bilden sich Kleingrüppchen, die sich dann sofort wieder vernetzen und ein großes Ganzes dann bilden. Also Sie haben ja mit Recht gesagt, dass es da einen großen Forschungszweig gibt, der diese neue Form der Organisation innerhalb des Non-Profit-Sektors dann mal untersuchen sollte. Denn das sind die neuen Formen der NPOs, während die alten Formen wie der Turnverein, der Fußballverein, die Umweltorganisation ja erheblich darunter leiden, dass sich immer weniger Dauerengagierte zur Verfügung stellen, die auch Verantwortung übernehmen. Sie haben mittlerweile so viele Vereine, die keine Vorsitzende mehr finden, auch mittlere und größere Organisationen, die Mühe haben, ihre verantwortlichen Vorstandsämter mit engagierten Laien eben zu besetzen, dass sich auch da ein Umbruch vollziehen wird. Entweder ein Umbruch durch Fusion von kleineren und mittleren NPOs zu größeren oder zu einer Konzentration im jeweiligen Bereich durch Wegfall von Akteuren. Dazu gibt es hier im Chat noch eine geradezu ketzerische Anmerkung, bevor Annette, du das Wort hast. Thomas Kowalczyk schreibt, es gibt weniger Mitglieder in zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber es gibt sehr viel mehr direkte Arbeitsplätze in der Wohlfahrtspflege. Stärkt das nicht die Zivilgesellschaft? Ja, vielleicht kann ich das ganz kurz ausführen. Gerne. Es war gar nicht so ketzerisch gemeint, sondern ich beschäftige mich sehr damit, ob die freie Wohlfahrtspflege einfach Teil der Zivilgesellschaft ist oder Teil des Marktes. Ich glaube ja beides und dass deswegen Marktmechanismen da drin zunehmen. Aber wenn man die Arbeitsplätze beobachtet in der Wohlfahrtspflege, dann sind das keine privatwirtschaftlichen Arbeitsplätze,
sondern ich würde eher sagen, da hat sich das, was Herr Pörksen vorhin geschrieben hat, ein bisschen bewahrheitet. Es wurde sehr viel erreicht und es wird, sagen wir mal, zivilgesellschaftlich gearbeitet auf direkten Arbeitsplätzen und nicht indem demonstriert, Anwaltsfunktionen und so weiter wahrgenommen werden, sondern als Teil der täglichen Arbeit. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele 100.000 Arbeitsplätze das sind, aber sehr viel. Und in Berlin beobachte ich das, da gab es früher viele kleine Vereine, jetzt gibt es mittelgroße Träger. Wir sind selber so ein Verein, das beginnt als kleiner Verein in Ost-Berlin und nachher ist man so ein kleines Unternehmen mit 8 Millionen Umsatz und 200 Mitarbeitern. Die arbeiten aber alle meiner Meinung nach nicht nur auf dem Markt, sondern auch Zivilgesellschaft und wir sind auch so ausgerichtet. Und deswegen denke ich, dass man da nochmal gut hingucken muss, ob die Zivilgesellschaft wirklich geschwächt wird überall oder ob es eben gerade auf diesem Sektor eher sogar eine richtige Stärkung der Zivilgesellschaft bin. Das wäre jetzt so eine Antithese dazu. Also nur zu den Arbeitsplätzen noch. Es sind, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber es sind so 2,5 Millionen oder so etwas ungefähr, eher noch etwas mehr. Annette. Also ob die Zivilgesellschaft schwach wird oder stärker, das darzulegen, war jetzt gar nicht mein Anspruch. Und was Sie beschreiben, ist eigentlich eine Stärkung also dieser Sozialökonomie. Also das, was Sie beschreiben, ist eigentlich also eine Entstehung von also neuen Sozialunternehmen. Es gibt ja in der Wohlfahrtswege gibt es ja auch eine Diskussion, also über also neue soziale Innovationen und neue Ansätze in diesem also Bereich. Also das wäre jetzt also praktisch Modell 2, was ich dargelegt hatte. Also eine stärkere Professionalisierung. Also uns wurde auch gesagt, die wollen gar nicht mit Ehrenamtlichen arbeiten, weil sie wollen eigentlich richtige Arbeitsplätze schaffen. Das ist die, und also das finde ich auch also völlig legitim. Und mein Punkt war eigentlich dachte ich, wir könnten ein bisschen darüber diskutieren, wie könnte denn die neue Scharnierfunktion aussehen? Also welche neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen also staatlichen Instanzen und Zivilgesellschaft gibt es denn oder zeichnen sich ab? Weil in der Literatur, die man jetzt hat zur Krise Demokratie, also wird dieser Bereich eigentlich kaum behandelt. Da geht es um Verlust von Wählergruppen, um Rückgewinnung von Wählergruppen. Wie kommt es, dass man auf einmal überall so populistische Bewegungen hat? Aber also bis auf wenige Ausnahmen, also spielt da Zivilgesellschaft als Zivilgesellschaft in der Debatte, also weil ich sie etwas verfolgt habe, nicht so eine große Rolle. Und ich habe das also nur jetzt so gesehen, weil also Konzepten, die auf die liberale Zivilgesellschaft eingehen, und da wird eigentlich so der auf die Stärkung der, sagen wir mal, positiven Seite der Zivilgesellschaft gehofft, die dann also die sich populistisch orientierende und antidemokratisch orientierende Zivilgesellschaft einen Gegenpol dahingehend aufbauen soll. Also, aber sonst findet man es gar nicht. Das wäre ja natürlich auch bei uns ein Thema, ja. Also so wie arbeitet jetzt, was passiert eigentlich, wenn also Caritas sich stärker in Richtung Advocacy also profiliert? Und also wenn dieser enge Nexus zu den also christdemokratischen Parteien also brüchig wird. Und also wie ist das also auch für die anderen Parteien? Was tritt an die Stelle? Weil wir haben ja gleichzeitig, ist das ja auch ein Problem geworden, weil diese alte Form, die geht gar nicht mehr, ne? Weil es gibt keine also Verbände in dem Sinne, die so große Gruppen also der Gesellschaft unter einem Verbandstag integrieren, also wie das also bis Mitte der 70er Jahre noch der Fall war. Also diese Art und Weise der Zusammenarbeit, wie das mal war, also in so exklusiven
also korporatistisch geprägten Runden, das ist nicht mehr möglich. Ne? Das geht nicht mehr. Das kann man auch nicht mehr legitimieren. Mhm. Aber welche neuen Formen hat man dann? Ne? Also, also das war so, also wer jetzt für diejenigen von Ihnen, die also stärker in der Praxis verankert sind als ich, wäre das natürlich interessant zu erfahren, was passiert da jetzt eigentlich, ne? Weil also ich erlebe Berlin immer so, dass ein Engagement-Event nach dem anderen folgt und es eigentlich so eine also Inszenierung gibt, also von Zusammenarbeit zwischen also Staat und Zivilgesellschaft und dann immer, wenn es hart auf hart kommt, also dann also wird dann doch von staatlicher Seite also die harmlose Organisation prämiert oder dann redet man nicht darüber. Oder also man legt also so Ehrenamtsprogramme auf, die man schön kontrollieren kann. Ne? Also was mir überhaupt nicht gefällt. Also wie, also wo gibt es die Rollen und Foren, wo also Staat und oder Parteien neue Foren haben, wo sie mit Zivilgesellschaft auf Augenhöhe kommunizieren? Herr Kowalczyk, die wollten, glaube ich, nochmal nachfassen. Nein? Frau Zimmer hat das dann noch nachgereicht, dass es eigentlich kein Widerspruch ist, sondern dass es schon darum geht, das Neue daran zu sehen. Ich glaube, ein Punkt wollte ich trotzdem nochmal nachfassen. Das ist, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die freie Wohlfahrtspflege selber, ich bin Teil davon, dass sie sich als Teil der Zivilgesellschaft begreift und dass sie nicht nur ihren Marktanteil sieht. Ich glaube, dass das ein ganz großes Reservoir ist, um einfach, ich halte sehr viel von der Zivilgesellschaft, um einfach die Zivilgesellschaft lebendig zu halten und auch in der Theorie zu verstehen, wo man hingehört. Sonst landet man nur im Markt. Ich glaube, dass das nicht richtig wäre. Deswegen würde ich das immer gerne stärken mit der Wohlfahrtspflege als Teil der Zivilgesellschaft. So, ich sehe noch Michael Ernst Pörksen und dann nochmal Siri Hummel. Du musst das Mikrofon einschalten. Ja, ja, danke. Ich wollte noch mal nachfragen, ob wir jetzt nur eine Tendenz sehen, dass eine Scharnierfunktion verloren geht oder ob wir auch sehen, dass die Scharnierfunktion ein politisch umkämpftes Feld ist. Also wo man sieht, dass die quasi politische Rechte sich ihre zivilgesellschaftlichen Strukturen schon auch schafft und dort Scharnierfunktion in den politischen Raum auch bietet. Also ich denke, dass es jetzt nicht nur so eine Form, ein Formverlust ist, sondern dass es ein neu umkämpftes Feld ist, dass die Selbstverständlichkeiten, dass Zivilgesellschaft, das ist ja auch, also als es in der Enquete-Kommission im Bundestag noch also so auftauchte, der Begriff Zivilgesellschaft, da war das für quasi CDU-Abgeordnete noch so ein komisches Thema, sagt er, ja, das ist doch irgendwie Nicaragua oder sowas mit Zivilgesellschaft. Wir haben doch bürgerschaftliches Engagement. Also was ich sagen will, wir hängen natürlich auch noch einem bestimmten Begriff von Zivilgesellschaft nach, dass es irgendwie die Guten sind. Und die anderen werden dann höchstens noch als dunkle Seite begriffen. Ich glaube, es ist einfach nicht mehr selbstverständlich, dass zivilgesellschaftliche Strukturen eine bestimmte quasi aufklärerische Rolle haben, sondern das mischt sich neu. Also das ist der eine Punkt. Das ist dann wieder mehr Gramsci, also zu sagen, also Hegemonie, kulturelle Hegemonie und quasi die Rolle von Zivilgesellschaft in dem Zusammenhang. Und das andere nochmal, also mit den Unternehmen, was spricht dagegen zu sagen, dass die Zivilgesellschaft in ihrem Gang quasi unternehmerische Formen ausspuckt, die dann ihrerseits den Unternehmenssektor verändern. Nur noch mal zur Zahl, 10% des Dienstleistungssektors sind quasi durch gemeinnützige Körperschaften bedient. Also das ist sehr, sehr viel. Und dort werden dann auch quasi Wirtschaftslogiken, wenn nicht auf den Kopf gestellt, sondern zum Teil verändert. Also es ist ein Neuaustarieren. Das wollte ich nur noch mal einbringen. Ja, vielen Dank. Vielleicht nehmen wir gerade die beiden anderen Wortmeldungen, Siri Hummel und dann Michael Hasenbeck. Und dann, Annette, hast du die Gelegenheit für das große Schlusswort. Siri. Ich wollte noch was sagen zu der Frage, welche neue Form könnte es denn geben?
Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass wir immer mehr Sachverständigenräte beispielsweise in der Politik haben. Das heißt, wir können ja momentan auch bearbeiten, also was unter dieser Verschlagwortung Expertokratie ja auch kritisch gesehen wird in der Politikwissenschaft, also das Verschieben von politischen Entscheidungen in andere Räume als die Parlament. Und da können NGOs theoretisch ja ihre Plätze auch haben. Das heißt, da bildet sich, glaube ich, eine Gelegenheitsstruktur raus. Inwiefern das dann in der praktischen Wirklichkeit tatsächlich so ist. Das, und dann auch immer noch die Frage, wer sitzt denn da und zu welchen Anteilen und so. Also wie kann man das verfahrenstechnisch, demokratisch gestalten, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, mein Punkt ist, dass sich hier Strukturen schon herausbilden, um genau dieses Fehlen der Scharnierfunktion vielleicht zu ersetzen. Okay. Dann wird Michael Hasenbeck auch gleich zu. Ja, schönen guten Abend. Ich fürchte, ich bin einer der Praktiker jetzt irgendwie. Ich bin zuständig für Bürgeranliegen und Bürgerbeteiligung, Partizipation in der Thüringer Staatskanzlei. Und das ist ein relativ neuer Bereich. Es ging eben um die Frage, und da hatte ich jetzt die ganze Zeit eigentlich drauf gewartet. Jetzt ist es die Schlussrunde. Vielleicht gibt es dann nochmal die Möglichkeit, die Frage, wo sind die Räume, wo Staat und Zivilgesellschaft sich auf Augenhöhe begegnen? Ich glaube, man muss erstmal dort eben genau hinschauen, welche Themen die Menschen interessieren. Wir haben jetzt gerade abgeschlossen, aus der Runde komme ich gerade, das kann man nicht hören. Ja. Okay. Das ist so, jetzt bin ich auch wieder da. Wir haben jetzt gerade abgeschlossen, das Thüringer Bürgerforum Covid-19, Leben mit und nach der Pandemie. Wir sind vor einem knappen Jahr gestartet, also im Mai dann mit der Aktivphase. Wir bleiben jetzt dabei mit dem Leben in der Pandemie und haben eben aus der Grundgesamtheit von 4.200 Bürgerinnen und Bürgern des Freistaates in einem Verfahren, in einem Losverfahren, dann nachher in der letzten Stufe 70 Bürgerinnen ausgewählt, mit denen die Landesverwaltung ins Gespräch kommen wollte, wie sie Pandemie empfunden haben, wie sie Regelungen empfunden haben und was sie meinen, was dann im Bürgergutachten geendet hat, das jetzt der Regierung überreicht worden ist, was man eventuell aus ihrer Sicht verbessern kann. Und da ging es heute, gerade heute Nachmittag, um die Diskussion, wie wir in der Umsetzungsphase, wo das, was die Bürger sich überlegt haben und sich Vorschläge gemacht haben, wie wir das in administratives Verwaltungshandeln dann rüberschiffen im Rahmen des nächsten halben Jahres und wie wir das mit den Bürgern weiter kommunizieren. Und da war, ich glaube, das ist eine der ersten Dinge, die man muss Themen feststellen, die gerade auf der Seele brennen. Da gibt es genügend Angebote. Dann muss man gucken in der Bevölkerung, welche Form man an partizipativen Prozessen man dort wählt. Und dann muss man in das Gespräch eintreten und dann aber auch zu Handlungsempfehlungen zu kommen an die Regierung, die dann aber auch umgesetzt werden, dass die Menschen sich wiederfinden. Das ist der Versuch, den wir jetzt gegangen sind. Ich wünsche mir das viel häufiger. Das Verständnis dafür ist in Landesverwaltung, jedenfalls in unserer, ich habe nicht so viele Überblicke, andere Länder versuchen das auch. Baden-Württemberg hat das, Sachsen legt das jetzt auch auf im Bereich Covid-19, dass man Bürger einbezieht in unmittelbares Verwaltungshandeln oder das Mitdenken der Bürger. Das ist in Verwaltung noch nicht sehr präsent. Und das ist mein zweiter großer Wunsch, was Nachhaltigkeit anbetrifft, dass wir das zunehmend in Verwaltung halt einbringen. Aber ich glaube, das ist so der kleine Blick aus der Praxis, vielleicht nicht so ganz hoch, da wo Sie jetzt argumentiert oder wo Sie jetzt gesprochen haben. Vielen Dank. Annette, greif auf, was du noch aus diesen interessanten Wortmeldungen haben willst. Also erstmal, Herr Hasenbeck, vielen Dank dafür nochmal für den Hinweis. Und das ist, also eigentlich ist das nochmal ein nächster Schritt, was folgt nach also unserer klassischen Mitgliederorganisation. Weil die Mitgliederorganisation basierte ja auf einem, also eigentlich föderalen und repräsentativ föderalen System. Und
das ist eigentlich der Versuch, da jetzt also dieses nicht mehr funktioniert, dass man das über direktdemokratische Verfahren macht. Und da müsste man jetzt also in Zukunft mal sehen, also ob das ein Modell ist, was zukunftsträchtig ist. Also ich hatte ja gesagt, es gibt also das Ende der Mitglieder-NPO, das gibt es nicht mehr. Und da wäre ja die Idee, dass also unten sind die Mitglieder und dann schicken sie Repräsentanten in die höhere Ebene, an die nächsthöhere Ebene und dann haben wir also eine Parallele zu unserer repräsentativen Demokratie auf der zivilgesellschaftlichen Seite. Das klappt nicht mehr. Dann also wäre dieses direktdemokratische Einbinden, also auch über Zufallsauswahl, ist eigentlich jetzt ein Versuch, mit der neuen Situation umzugehen. Also eigentlich schützen Sie unsere Diagnose vom Ende der NPO-Mitgliederorganisation. Dann also zu Siri Hummel. Das ist ein großes Thema und muss eigentlich behandelt werden unter der Perspektive Lobbying. Es stimmt, dass jetzt also die NGO-Vertreter in den Expertengremien also mit vertreten sind. Die Frage, die sich da natürlich stellt, und das muss man im Einzelfall anschauen, also haben sie dann auch wirklich Einfluss? Also von dieser Satire-Sendung Die Anstalt gab es ja mal so ein herrliches Fallbeispiel, also über also dieses neue Gesetz, wo man nachverfolgt, also wie die Dinge auf Nachhaltigkeit geprüft werden können und wie es die Industrie bindet. Und die hatten das also auch schön recherchiert und da kam mal raus, dass also ich glaube ich, also die Industrievertreter waren, also ich war x-mal also bei also im Wirtschaftsministerium gewesen und dann wurde also gerätselt, wie oft also Greenpeace und Greenpeace hat es auf einmal geschafft. Also soweit, also wenn man die einbindet, muss das natürlich zum also gleichgewichtigen Verhältnis passieren. Und das würde eigentlich, setzt das voraus, dass man so einen Lobby-Fußabdruck macht, dass man weiß, aha, wo war welche Organisation und in welchem Umfang hat sie also Einfluss nehmen können und wurden auch die Anliegen mit berücksichtigt. Da ist man dran, das wird also beim Thema Lobbying behandelt. Bisher ist das ziemlich ungleich wichtig, ne, die Vertretung. Und ja. Häufig funktioniert es auch eher ein bisschen so, also mit Feigenblatt-Charakter. Mhm. Ja. Mhm. Ja, wunderbar. Wir hatten uns vorgenommen, maximal 1,5 Stunden zu diskutieren. Da sind wir jetzt schon ein ganzes Stück drüber. Das zeigt, wie spannend die Diskussion war und wie wichtig das Thema ist. Ich bedanke mich sehr herzlich, ich glaube, in unser aller Namen bei Annette, dass sie uns mit einem spannenden Vortrag eingeführt hat in die Diskussion mit einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten, über die man wahrscheinlich noch sehr lange nachdenken kann und diskutieren kann. Es war ein Stück weit ein Familientreffen, also das von sehr vielen bekannten Gesichtern. Wir haben uns gefreut, Sie, euch hier dabei sozusagen wenigstens auf dem Bildschirm wieder zu sehen. Herr